Ihr wollt 3 Sterne bei der Tigerberg-Herausforderung? Dann schaut doch dieses Video an. Das enthält ein Tutorial, wie genau ihr das wirklich zu 100% schafft. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder falls irgendwas nicht so klappt wie ja, bei mir im Video, dann gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich antworte da immer jeden. Und falls ihr mich und meinen Content supporten wollt im Shop, könnt ihr jetzt über diesen Creator-Code einfach Noobs eintragen und dann helft ihr mir absolut. Ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der mich da einträgt. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, zeige ich euch mal, wie ihr am besten hier die 3 Sterne bekommt. Und zwar fokussieren wir uns auf Rathaus und die beiden Scatter, benutzen dafür jeweils eine Walküre, ein Riese und eine Walküre, um die Tesseln rauszubekommen. Wichtig dabei ist, dass eine Walküre die ganzen Sprungfallen vor dem Rathaus auslöst und einen neuen Wutzauber hinlegt. Das passiert nicht immer, manchmal durch die Skelette laufen die sehr, sehr wild. Und das müsst ihr dann drauf Rücksicht nehmen. 2 Hocks auf beide Scatter, nachdem das Rathaus gefallen ist. Und für den unteren, da langt auch meistens 1 Hock. Aber nicht immer, darum könnt ihr euch 2 Hocks dafür nochmal aufheben oder 2 Hocks da nochmal investieren. Es geht auch noch anders, wie man das rausbekommt, aber es soll ja auch der einfachste Weg sein. Dann 3 Riesen, um oben die Mauer aufzubrechen. Helden hinterher. Und quasi alles dort rein. Wichtig, vor dem Multi ein Heilzauber, damit dort eure Truppe nicht wegsterben. Giftzauber früh, denn wir haben 2 Golems plus ein Superbowler in der Clanburg. Wir zünden unseren König, 2-3 Sekunden danach unseren Wächter. Und jetzt ist nur noch wichtig, dass der Multi fällt. Dafür werfen wir den nächsten Heilzauber zum Multi-Inferno-Turm hin. Und das war's. Sobald hier der Multi-Inferno-Turm gefallen ist, ist egal, was ihr macht, ihr holt immer die 3 Sterne. Und das ist halt das so coole an dieser, ja, an dieser Methode, wie ihr das Ganze schafft. Ab diesem Zeitpunkt, egal was ihr macht, ob ihr jetzt die Queen zündet, ob ihr jetzt die beiden Skellies zündet, ihr holt immer die 3 Sterne. Ich würde euch empfehlen, 2 Hocks und einen Skelly-Zauber aufzuheben für den Tesla auf 3 Uhr. Das ist ein absoluter Overkill für einen Tesla, aber es geht ja an diesem Zeitpunkt nur noch darum, möglichst schnell die Challenge zu schaffen. Und das funktioniert da mit den 2 Hocks und dem Skelettzauber am besten. Queen zündet ihr dann auch noch, sobald ihr das halt haben wollt. Und wie gesagt, das sind immer 3 Sterne. Ihr müsst nur am Anfang aufpassen. Giftzauber für die Clanburg und dann ja, den Wächter früh genug zu zünden. Und dann der 2. Heil für den 2. Multi. Das war's schon. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das gefallen hat. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.